Guten Tag, liebe Freunde. Hier ist es soweit wieder. Schön die Verdichterei im Gange. Ne? Läuft auf jeden Fall. Das heißt, wir kümmern uns hier um mal so ein bisschen Wasser verteilen. Ich finde den ja total geil. Du springst hier rein, bist erstmal direkt in der Innensicht. Und dann kommst du hier. Oh, er hat seine seltsame Haltung aufgegeben. Ne? Wir haben es ja in der Folge gesehen, als wir den gekauft haben. Ich glaube, das ist so 2-3 Folgen her. Da hat er die Handgelenke noch so ganz komisch abgeknickt hat. Also anatomisch sah das alles andere als richtig aus. Ne? Das möchte ich mal sagen. Gut. Gucken wir mal. Wo kriegen wir denn Wasser? Da vorne an der Ecke, ne? Damit werden wir auch jetzt erstmal gucken, dass wir, ich glaube, von hier aus mal Richtung Kompost fahren. Kompost, genau. Richtung, was essen sie denn? Na komm, wo nimmst du denn Wasser auf? Gar nicht. Ja, ist auch nicht schlecht. Hast du keine Lust drauf, ne? Nicht zu weit weg. Nimm doch Wasser. Komm, gönn's dir. Ist das ätzend. Wir fahren mal beim Nachbarn übers Feld. Ist mir auch egal. Wir fahren jetzt gleich mal Richtung der Gewächshäuser. Wenn der hier mal voll sein sollte. Und dann gucken wir mal, dass wir uns da um das Thema Water kümmern. Ich werde immer gefragt, Mensch, wie ist das denn hier? Wieso nimmt ihr denn jetzt kein Wasser auf mich? Ach, nur doof. Da, ich muss auch den richtigen Trailer auswählen. Das richtige Gerät. Ja, es ist halt auch in diesem Falle wieder so, wie es bei Cosplay auch immer ist, wenn ich irgendwelche Fragen lese. Der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm, ne? Gar nicht mal so weit weg, so 30 bis 50 Zentimeter, je nachdem. Es gibt auch welche, die sitzen im Monitor. Auch diese Leute gibt es. Ich glaube, das ist dann halt dieses Mittendrin-Gefühl, was die dann haben wollen oder so. Ich sitze gerne immer so ein Stückchen weiter weg davon. Aber es ist halt Geschmackssache und jedem selbst überlassen, wie er denn hier vor dem Monitor klebt. Was mir auch gerade in diesem Atemzug noch einfällt, ist immer wieder erstaunlich über Dreistigkeit in den Kommentaren, ne? Oh, ich brauche Hilfe! Ja, hilf dir selbst, geh zum Arzt. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber hier so, ne? Diese Standardsachen, bitte und danke. Das muss man den Leuten erst nochmal vorleben oder einprügeln. Ich weiß es nicht unbedingt, aber es ist halt schon immer wieder mit Erschrecken festzustellen, dass es einfach als selbstverständlich angesehen wird, wenn man schreibt, dass einem geholfen wird. Am Arsch die Räuber, sage ich da, Freunde. Am Arsch die Räuber. Irgendwann höre ich auf damit oder ich deaktiviere die Kommentare, dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. So. Jetzt geht es wieder. Wer hat die Aufgabe dich? Moment, der Big M ist schon wieder fertig. Ist ja unfassbar. Was kostet mich denn so ein zweiter Sammelwagen hier? Ja, unser Ladewagen hier. Können wir auch mal ein bisschen was Größeres nehmen? 131.000. Der fast 50.000. Der fast 34. Der 42. Oh, können wir auch mal hier so ein kleines Gerät nehmen, ne? Ich würde sagen, den gönnen wir uns mal. Und dann kann nämlich der Puma unten im Süden schon mal anfangen. Oder? War eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Komm, dann machen wir. Gönn dir. So. Oh, kommen wir denn da ran? Na, komm. Ich will nämlich kurz hier nur auf die Wiese und drehen. Und dann fahren wir mit dem ganzen Gespann nämlich dann Allmächtiger, da muss er aber zehren jetzt hier. Ja, das war auch ungeschickt von mir, ne? Komm, mach mal hier. Was ist denn mit Allrad? Und alles. Komm, das musst du doch schaffen hier.
So, Differenziale machen wir aus, ansonsten geht's kaputt. Und weiter geht's. Go, go, Gachetto! Eieiei. Da muss aber schnaufen. Ich glaube, das ist ein bisschen untermotorisiert, dieses Auto. Naja. Der eine oder andere wird sich wieder freuen. Nee, ich hab's doch gesagt schon, die ist kacke. Ja, es ist doch wurscht. Es gibt halt auch Leute, die sehen gerne mal hier was Grünes mit ein bisschen Gelb dabei und so. Dafür ist der Schlepper schön gemacht. So. Wie fährt der? 370 Pferde oder was? Und dass die nicht ausreichend sind bei 100 Kubik, die wir hier durch die Gegend schleppen. Sollte eigentlich auch dem Letzten dann klar sein. Wo fahre ich eigentlich hin? Und warum mache ich das? Ich weiß es selbst nicht. Ich wollte wahrscheinlich hier so eine kleine Landschaftsfahrt mal machen. Euch mal ein bisschen die Map zeigen, ne? Viele kennen ja nur die Einfach-Map. Und ja, mag sein, dass sich vielleicht der ein oder andere schon die vierfach angeguckt hat. Bis ins letzte Fleckchen hier. Ich noch nicht. So. Hier Tankstelle. Oh, schön. Hm. Und immer diese Ränder hier. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, ja, das war abzusehen. So, und jetzt kommt hier ein Berg und dann ist Feierabend. Ja. Siehste, da geht nämlich nichts mehr. Ich bleibe einfach mal auf dem Gas stehen. nein, so wird das nichts. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Schwung holen. Fahren wir hier einfach nochmal schön durch. Ich wollte gerade sagen, durch den Vorgarten. Bauen wir mal die Hecke platt. Ab durch die Hecke. So. Boah, da bist du einmal nicht aufmerksam genug gewesen. Und dann schiebt das Gerät dich gleich dahin, wo du gar nicht hin willst. Ich muss über diesen Deich. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ansonsten bleibt nur noch eins. Das Ding hier am an der Rindermast leer machen. Komm, gib dir Mühe. Na? 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 Guckt euch das an. Also wer möchte, kann gerne vorspulen. Der fährt nirgendwo hin. Ne, so wird das nichts. Der fährt nirgendwo hin, ja. Mit mir fährt er sonst wohin, ja, aber mit uns nirgendwo auf jeden Fall. So, dann fahren wir nochmal hier bei den Nachbarn vorbei. Ja, das wird nix. Hätte klappen können. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Wir haben gesehen, es bringt nichts, hier das Ganze mit Gewalt zu erzwingen. Sind wir schlauer. Wir wissen, dass dieses Fahrzeug einfach nicht kräftig genug ist. Ja. Gut. Fahren wir halt wieder zurück, ne? Wir kennen ja den Weg. Wenn er einmal rollt, rollt er ja. Das ist ja schön, ne? Ich könnte höchstens noch Glück haben, dass wir, wenn wir wirklich Schwung nehmen und an dem anderen Deich, der hier nur quer verläuft, einmal kurz hochhüpfen
Wir probieren das. Ich will darüber. Ich will das nicht leer machen. Aber es ist einfacher, ne? Können wir auch gleich hier lang fahren. Fahren wir hier einfach mal über die Wiese. Wir haben hier, glaube ich, auch erst eine Ladung dagelassen, ne? An Wasser. Ja, da muss das passen. Ja. Oh, ein bisschen Mist ist auch schon da. Oh, Mist. Na, noch ein Stück. So. Ja, dann machen wir hier halt mal leer, ne? Und selbst wenn er nur halb leer ist, das sollte ja schon ausreichend sein. Wie passt denn hier rein? Ah, gibt keinen Wasserstandsanzeiger. Was haben wir denn hier? Aber voll ist voll, ne? Das ging jetzt mit dem Auskippen schneller. Das war schon mal ganz gut. So, ja, ihr dürft von mir aus in den Kommentaren abmotzen. Macht doch, was ihr wollt. Das war wieder die Glanzleistung hier heute. Kann man einfach mal so stehen lassen. Ne? Jetzt nehmen wir auch hier die Route hier. Kennen wir ja schon so ein bisschen. Haben wir das ein oder andere Mal gesehen. Können wir gleich mal checken, wie weit hier der Abfahrbursche ist. Und warum hat er denn da ein Vorgewende stehen lassen? Das wird er mir mal erklären müssen. Naja. Gut. Er macht das schon. Ist ja eh schon wieder voll. Mit seinem kleinen Anhänger dahinter. Muss dann nur mal gucken, ob ich den Abfahrmenschen, weil er den Verdichter da so stehen lassen kann. Weil der Abfahrkurs von dem südlichen Teil, den ja dann gleich der Case machen wird, ob die nicht eventuell kollidieren. Da müssen wir mal gucken. Da werden wir sehen. So, wir gucken uns das Ganze mal von innen an, so ein bisschen hier. Oh, herrlich. Das ist schon schön gemacht, ne? Kannst du nicht anders sagen. So, jetzt fahren wir hier mal lang. Dass wir heute noch zu den Gewächshäusern kommen. Geht's ja nicht hier. Und alles, was wir an Wasser da noch über haben sollten, ich weiß jetzt nicht, passen da 10.000 oder 20.000 in den Bottich rein? Ja, müssen wir mal sehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es gar nicht so geschickt, jetzt mit dem hier so einen Kurs zu machen. Ich glaube, wir holen uns noch einen kleinen Traktor, der dann hier einfach Wasserspender macht. Weil ich ja immer wieder gefragt wurde, Mensch, kannst du nicht mehr zeigen, wie das mit dem Wasser funktioniert und so weiter. Und ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. So ein kleines Light-Tutorial. Muss ich aber selbst nochmal gucken, was für ein Auto wir da nehmen. Ob der 22 Kubik Anhänger dafür ausreicht, ob der groß genug ist oder ob der zu groß ist. Aber ich glaube, es sollte passen. Wir werden sehen. Und da müssen wir auf jeden Fall den Träger noch ein bisschen versetzen. Oder noch einen anderen Ackerschacht setzen oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir aber alles hin. Aber erst in der nächsten Folge. Nicht wahr?
dann soll es das auch wieder gewesen sein für heute. Meine Lieben, es war mir wieder ein Fest, für euch hier Landwirtschaftssimulator spielen zu dürfen. Und ja, würde ich sagen, guckt einfach beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.